Willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, hier bei Let's Play The Walking Dead Survival Instinct. Wir haben in der letzten Folge den Generator angeschmissen, wo wir jetzt uns wieder Benzin geholt haben für unser Auto. Und jetzt müssen wir zu dem Auto zurück. Allerdings ist hier überall Zombie angesagt, denn der Generator macht so viel Krach, dass die ganzen Zombies hier in der Umgebung angelockt werden. Das ist natürlich nicht so das Optimalste, was es hier überhaupt gibt. Ihr seht hier überall Zombies und wir müssen zu unserem Auto, sprich dorthin. Dürfte auf jeden Fall witzig werden. Wird sicherlich auch witzig. Ich frage mich ja, ob wir jetzt hier irgendwie hier runterspringen könnten. Das probieren wir natürlich nicht aus. Okay, Leute, ich probiere es einfach jetzt mal. Ich probiere einfach jetzt mal wieder dorthin zu rennen. Okay, ist nicht die beste Idee. Das ist wirklich nicht die beste Idee. Vielleicht sollten wir... Also wir sind hier wirklich umkreist von Zombies. Das ist nicht gerade das Beste, würde ich sagen. Das sollte man natürlich auch nie machen, aber wir haben jetzt natürlich keine andere Möglichkeit. Also weg hier. Boah, der Warren ist uns also doch beigetreten. Jess ist zurückgekommen mit 6 Pistolenkugeln und 4 Pistolenkugeln. Warum schreiben die denn nicht einfach 10 Pistolenkugeln hin? Naja, egal. Wir haben ein bisschen Einbuße gemacht, weil wir nicht alles ausräumen konnten hier. In diesem wunderschönen Dorf. Was auch immer. Ja. So, Fahrzeug. Bereit zum Fortfahren. Fahrzeug wählen. Ach, wir haben kein anderes Fahrzeug. Okay, dann haben wir Inventar. Pistolenkugeln. Okay, wir haben alles. Überlebende. Vorzug Schlagwaffen, der ist hart. Okay. Dann sind wir ja eigentlich bereit zum Weiterfahren, oder? Sheriff John Ed hielt in Pemberton die Ordnung noch länger aufrecht, als sie in den nahegelegenen Gemeinden bereits zusammengebrochen war. Flüchtlinge suchten in den Hotels der Stadt Zuflucht und zogen mehr Beißer an. Mountain Campingplatz bot den bevölkerungsreichen Städten im Pemberton Country Zuflucht. Die Ranger und Feuerwehrstationen versprachen erhöhte Sicherheit und Schutz. Ja, oder können wir hier nochmal vielleicht raus? Also, ich meine... Garwaiter oder Pemberton... Wir nicht irgendwie zurück. Ich meine, wir... Na gut, fahren wir mal nach Gearwater, Entschuldigung. Okay, machen wir lieber Hauptstraßen. Vielleicht findet man da ein bisschen mehr Zeug. Der Smoky Mountain Campingplatz. Achso, das hat man ja... Tageszeit, Nacht. Juhu. Ach, jetzt klappern wir durch Strich für Strich hier die Straße ab. Vielleicht finden wir da doch was.
dass dann hier die GEMA plötzlich kommt, ne? Das ist, da ist ein Rastplatz, wo es vielleicht Vorräte gibt. Rastplatz durchsuchen. Betreten wir mal den Ort. Vielleicht finden wir was. So, können wir hier irgendwie irgendwas? Nein. Moment, Moment, Moment. Pistolenmunition. Übertragen wir mal. Da haben wir die wenigstens beisammen und dann starten wir mal die Mission. Zack. Na, der lebt doch noch. Nein? Na gut. Na, aber du, Freundchen, du lebst doch noch. So, hier zwischen den Trucks finden wir bestimmt nichts. Bin ja mal gespannt, wann Daryl endlich seine coole Armbrust bekommt. Ich muss immer hinter mich gucken, weil ich vergesse nämlich manchmal, dass hinter mir auch jemand sein kann. Und das könnte dann uns vielleicht mal zum Verhängnis werden. Ach. Nix. Das gibt's doch hier nie. Zigaretten. Sind das Zigaretten? Nein. Bäm. Ich dachte, man muss hier in den Kopf rammen und nicht in den Blitz auf dem Rücken. Da steht ein schnicker Wagen drin. Also, die Raststation hier hat uns jetzt nichts gebracht. So wie es aussieht. Oh, 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 oh. Hier, hier. Eine Glasflasche. Alter, das hat sich ja hier richtig gelohnt. Damit. Ah. Hier davor liegt Haufen Zeug. Aber da, wo eigentlich Zeug sein müsste, da ist nichts drin. In der Raststation. Und. Ja, es ist ein bisschen dunkel. Liegt vielleicht daran, dass Nacht ist. So, hier hinten gibt es nichts weiter. Ach doch. Den Techniker da drin könnte man ja. Alter. Vielleicht hat der Techniker da drin noch irgendwas Schönes für uns. So. Oh, Benzin. Ach Mist, das Auto können wir nie nehmen. Ach, schade. Aber das ist es hier bestimmt. Das war's hier. Bloß ein bisschen Benzin gefunden, eine Glasflasche und ein bisschen. Oh. Schrotflintenmunition ist immer gut. Lebst du noch? Ja.
So, finden wir hier vielleicht noch was irgendwie? Sag mal, den hat man doch vorhin hier schon gekillt. Sag mal, spawnen die Zombies hier wieder? Kann das sein? Oh, ja, die spawnen hier. Die spawnen hier. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg wieder, würde ich vorschlagen. Gibt's ja nichts Anständiges mehr. Mensch. Oh. Hallo. Wow. Schade, dass die Zombies hier nichts Richtiges droppen. Ich frage mich jetzt allerdings, ob das hier wirklich Open World ist oder ob man... Wandering off ain't gonna do me no good. Okay, gut, die Frage wird dann geklärt und dann machen wir uns mal jetzt weiter auf den Weg in die nächste Stadt. Ups. Okay. Ja, wir wollen fortfahren. Weiter nach Gatewater. Wieder mal mit den Hauptstraßen. Machen wir jetzt einfach mal. Wir sind ja jetzt schon ein bisschen weiter gekommen. Haben ein bisschen mehr Benzin gefunden. Und da kann man auch mal... ja. Kann man auch mal den Highway nochmal nehmen. Und so wie es aussieht, gibt es auch keine weitere Haltestelle mehr. Wo es vielleicht was für uns gibt. Dann hoffe ich, die GEMA sperrt das Video jetzt hier wegen dieser Musik. Ich könnte einfach mal ein bisschen dazwischen labern, damit man das gar nicht mehr so extrem hört. Diese schöne, ach wie tolle Musik. Die GEMA, wirklich die beste Erfindung von Deutschland. Da ist ein Farmhaus, wo es vielleicht Vorräte gibt. Natürlich. Nein. Farmhaus durchsuchen. Natürlich wollen wir jetzt das Farmhaus durchsuchen. Also bitte. Farmhäuser sind doch immer gut. So. So, schauen wir uns mal. Oh. Zombies, die fallen ja auch irgendwie weg wie so ein Stück irgendwas. Fallen ja irgendwie so ein Tropfen Wasser. Oh. Hallo. Ich will dich ja nicht beim Essen stören. Aber. Oh oh. Wir bekommen Besuch. Kommen wirklich Besuch, Freunde. So, schauen wir uns mal hier noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir hier noch was. Brauchbares.
ohne die ganzen Zombies hier auf uns aufmerksam zu machen. Ich sollte vielleicht die Taschenlampe mal länger für euch anlassen. Da seht ihr nämlich mehr, aber die Zombies werden natürlich dadurch auch aufgejagt. Das kann man immer gut gebrauchen. Oh, hier hatte aber jemand ganz viel Spaß, kann das sein? So, ja, da in dem Schuppen da gibt es noch Benzin. Und sonst würde ich dann sagen, machen wir mal hier weiter. Ja, sonst haben wir ja alles. Wow. Wow, Freundchen. Nein. Ach Mist. Wo kommen die denn alle plötzlich so schnell her? Ah, jetzt gibt es wieder diesen ewigen Ladebildschirm. Liebe Freunde, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich überspringe jetzt einfach mal das Farmhaus und wir sehen uns wieder, wenn wir in die Stadt fahren. Bis dahin.